Was? MJ, nein, ich hab's versaut. Ich wollte Spannung rausnehmen. Spannung rausnehmen? Klar. Du weißt, dass wir uns deswegen getrennt haben? Wolltest du dich nicht auf deine Karriere konzentrieren? Wir haben uns getrennt, weil du mich wie ein Baby behandelt hast. Tu dies nicht, MJ. Tu das nicht, MJ. Das ist zu gefährlich, MJ. Ich hab vielleicht keine Superkräfte, aber ich bin nicht auf Zucker. Du schleichst dich mitten in eine bewaffnete... Weißt du was? Können wir das einfach lassen? Bitte. Hast du was über Dr. Michaels rausgefunden? Schön. Michaels ist irgendwo in der Bowery. Sally bringt ihn morgen Mittag da weg. Klasse. Noch irgendwas? Hat er etwas über Grand Central gesagt, bevor ich gekommen bin? Er hat... Nein, gar nichts. Hör zu, ich muss los, Peter. Abgabefrist. Peter. Daran erkennt man, dass sie noch böse ist. Peter. Gut gemacht, du Superheld. Mann, bin ich genervt. Ich muss ein bisschen Dampf ablassen. Miles Mutter. Hallo? Mr. Parker, hier spricht Uriel Morales. Vielen Dank, dass Sie Miles den Job im Feast-Asyl besorgt haben. Gerne. Und nennen Sie mich Peter. Mr. Parker ist vermutlich etwas gesetzter als ich. Ich muss sagen, er hat vorbehalten. Ich habe ihn vor die Wahl gestellt. Das oder mehr Therapie. Er braucht das. Er will kein Opfer sein oder bemitleidet werden. Verstehe. Ich bin auch so. Ich sage es Tante May und bin an seinem ersten Tag auch da. Danke nochmal. Das bedeutet uns beiden viel. Völlig abgedreht, einen Laden in der Stadt auszurauben, die von Spider-Man beschützt wird. Nur die Ruhe, Jungs. Black Cat war hier. Sie war das persönlich, als ich sie das erste Mal erwischt habe. Oder hat sie mich erwischt? Das kann nicht nur ein raffinierter Flirt gewesen sein. Hat sie noch nichts von Dating-Apps gehört? Sie plant da was. Bam. Das ist die Wohnung von Ty Stone. Da ist alles voll mit unbezahlbarer Kunst. Du spielst mit dem Feuer, Felicia, aber da stehst du drauf. Hey Jungs, Vögel beobachten? Ich habe ein paar Tauben gesehen. Die Typen drin sollen sich nicht ausgeschlossen fühlen. Dann mal los! MJ,
Ich bin am ersten Ort auf deiner Liste und rate mal, was ich gefunden habe. Dämonen? Die Kandidatin hat 100 Punkte. Du kannst rausfinden, was die vorhaben und ich stelle mich mal vor. Hat dich überrascht, was? Ich hoffe, die neuen Jungs haben etwas mehr drauf, denn die letzten Typen gehen. Peter, da werden angeblich Souvenirs für Läden in Chinatown importiert. Das, was die hier importieren, brauche ich nicht als Andenken. Drogen. Dämonen. Die bringen wohl ihre Kumpel in Schiffscontainern rein. Wenn die ausländische Bürger mit Vorstrafen ins Land kommen. Sieht sauer aus, Jungs. Ich geb's zu, ich habe meine guten Jokes für die anderen verbraucht. Aber ich wiederhole mich gern. Es ist, als würde die Band schon die vierte Zugabe spielen und du willst eigentlich nur nach Hause.
Leute, ich habe jede Menge Netze für euch alle. MJ, ruf die Polizei. Alle Dämonen sind außer Gefecht gesetzt. Aber denk an ein Souvenir für mich. Ich starte gleich den nächsten Test. Wo sind Sie? Tut mir leid. Mein Bus blieb liegen und es gab kein Taxi. Aber ich komme, sobald ich kann. Ihr müsst mir nicht danken, Sable-Typen, aber schon unhöflich, dass ihr es nicht tut. Taubenalarm. Ja, Mist, ich muss sie kriegen. Wie schön, mein Können sinnvoll einzusetzen. Nicht heim, Süße.
habe einen Verwandten von Pidgey gefunden. Graue Flecken, hat gerade was auf meinem Anzug hinterlassen. Clarence, er ist ein kleiner Teufel, aber charmant. Gib ihm einen Klaps auf den Kopf und setz ihn in Richtung Feast. Er findet den Weg. Kein Problem, das mache ich bei allen anderen auch. Deine Taube. Oh, komm zurück, Vögelchen. Okay. Ich sollte mir hier auch noch den Sender von MJ ansehen. Wenn ich das rekonstruiere, kann ich Tombstones Fahrzeuge verfolgen. Das sollte reichen. Zeit für einen Test.
immer wieder denselben Fehler. Man darf Norman Osborn nicht trauen. Wenn Norman die Chance hat, von der Niederlage eines anderen zu profitieren, tut er es. Das macht mich wütend. Aber ich werde das Blatt wenden. Norman soll spüren, wie es ist, sich hilflos und klein zu fühlen. Doc muss mehr mit Norman erlebt haben, als er erzählt hat. Viele lange Nächte in diesem Labor. Zum Glück hat Doc immer für Snacks gesorgt. Mehr von den Käsewürfeln wäre allerdings nicht schlecht gewesen. Okay, einfach dem Signal nach. Sollte mich an den Ort führen, an den Tombstone will. Tombstone. Der macht mir echt Kopfschmerzen. Undurchdringliche Haut plus null Moral gleich großes Problem. Hoffe, Autos zerlegen ist das Schlimmste, was er so macht. Der Laster. Na, ihr Sonntagsfahrer? Mist, es ist Spider-Man! Ruft Verstärkung! Was sind jetzt hier gegen Pistolen? Die dumme Spitze macht mich krank. Hey, die ganze Bande ist da. Biker erledigt. Mal sehen, was im Laster ist. Chemikalienbehälter. Aber alle sauber geschrubbt. Offenbar kommen die alle vom Alchemax-Werk in Harlem. Aber was war in ihnen drin? Das Geräusch bedeutet das Ende unserer Blitzrunde. Sollte mal bei Alchemax vorbeischauen und herausfinden, was in diesen Fässern war. Tombstone plant da was. Wahrscheinlich illegal. Definitiv gefährlich. Mal einer an.
Die Hälfte der Verbrechenstürme laufen wieder. Wenn Spider-Cop sich darum kümmert, wird der Job auf Biegen und Brechen. Nein. Sie würde es nie zugeben, aber der Chief kann sich für Spider-Cop langsam erwärmen. Seine lässige Missachtung jeglicher Vorschriften war höchst erfrischend. Das würde sie noch merken, eines Tages. So ein Raketenwerfer weckt einen auf! Wenn man mir mit 12 gesagt hätte, dass irgendwann mal Maskierte mit Raketen auf mich schießen werden, hätte mir wohl sogar gefallen. Deutlich zu viele Kugeln. Lösen wir das auf die ganz spezielle Spidey-Art.